Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute zeige ich dir, wie ich von Greenforce die Frikadellenmischung getestet habe und einfach mal umgewandelt habe. Mir hat es wirklich richtig lecker geschmeckt. Das Gemüse, was ihr hier seht, habe ich alles vor der Mülltonne gerettet. Und möglich macht das die Allesretter aus Magdeburg. Ja, ich habe das Gemüse alles klein geschnitten, unter anderem Tomate, Aubergine, Paprika, Kohlrabi. Und dazu habe ich dann als Topping gegeben einen Krautsalat, der schon fertig war, mit Gurken, also ganz normal. Das hat dem Ganzen so eine richtig schöne, leckere Süße und Schärfe gegeben. In der Zwischenzeit habe ich dann die Mischung angerührt, so wie es auf der Verpackung steht. Wenn man so guckt, denkt man, dass es gehacktes. Daraus habe ich dann gehacktes Klöße gemacht. Ganz wichtig, immer feuchte Hände. Ja, mein Gemüse war ja dann fertig. Darauf habe ich dann die gehacktes, also die Klöße hingegeben, die veganen. Und habe die nochmal mitköcheln lassen. Ich muss ernsthaft sagen, die Produkte von Greenforce gefallen mir wirklich sehr gut. Würdest du die auch mal ausprobieren? Ja, das war's schon. Lass gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Wie gesagt, war ein mega leckeres Mittagessen.